Nachhaltigkeit hat im studentischen Engagement an der Universität Stuttgart mit über 10 Jahren schon lange Geschichte. Die erste Initiative wurde im Jahr 2011 gegründet. Bis heute sind es 13 verschiedene Gruppen und Arbeitskreise geworden. Mit dem Referat für Nachhaltigkeit kam dann 2019 die strukturelle Verankerung innerhalb der STUVUS. Das Referat Nachhaltigkeit vernetzt die verschiedenen Initiativen und organisiert große Projekte wie die Nachhaltigkeitswochen oder die Erstsemesterakademie. Dem Referat zugeordnet ist der Arbeitskreis Green Canteen. Dieser setzt sich für nachhaltige Ernährung an der Universität ein. Dies geschieht mittels Flyern, Rezepten sowie dem Austausch mit dem Studierendenwerk. Der Arbeitskreis Mitmachgarten betreibt einen Gemeinschaftsgarten auf dem Campus in Vaihingen. Seit 7 Jahren versuchen wir jetzt schon hier an der Uni das Leben ein bisschen grüner zu machen und einfach den Alltag ein bisschen schöner zu gestalten für Studis, für Mitarbeitende, für alle, die hier irgendwie Bock haben mitzumachen. Außerdem gehört dem Referat für Nachhaltigkeit der Arbeitskreis Campus Bienen an. Weitere Arbeitskreise mit Nachhaltigkeitsbezug, welche jedoch nicht dem Referat Nachhaltigkeit angehören, sind der AK Fahrradwerkstatt sowie der AK International Green Group, welcher sich hauptsächlich für die Mülltrennung in den Wohnheimen einsetzt. Neben den Arbeitskreisen gibt es einige Hochschulgruppen. Auf unterschiedliche Weise widmen sich diese dem Thema Nachhaltigkeit. Crossing Border Stuttgart hält Workshops an Schulen zum Thema erneuerbare Energien. Campus for Future bringt die Bewegung Fridays for Future an den Campus. Greening Stuttgart hat seit 2013 zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt und angestoßen. Hierzu gehört unter anderem auch der Mitmachgarten, den es ohne Greening heute nicht gäbe. Die Grüne Hochschulgruppe setzt sich für nachhaltige Hochschulpolitik ein. Infinity möchte Nachhaltigkeit mehr in den Alltag integrieren. Die Umweltgewerkschaft setzt sich für Klimaschutz ein und veranstaltet Aufklärungsaktionen. Reasoning organisiert Veranstaltungen, welche sich mit der Schnittmenge zwischen Ethik und Ingenieurswissenschaften auseinandersetzt. Wer an der Universität Stuttgart studiert, hat also viele Möglichkeiten, sich auf unterschiedliche Weise für Nachhaltigkeit einzusetzen. Aus diesem vielfältigen Engagement entwickelte sich der Wunsch nach einem Green Office. Nachhaltigkeit soll nicht nur auf ehrenamtlichem Engagement beruhen, sondern auch fest in den Universitätsstrukturen verankert sein. Die Idee wurde schließlich durch einzelne Studierende ins Rollen gebracht und wird nun endlich Wirklichkeit.